Nach mehreren Anläufen hat es Manfred Pranger endlich geschafft. Er gewann heute vor seinem Teamkollegen Mario Matt und dem Kroaten Ivica Kostelic und feierte damit den ersten Weltcupsieg seiner Karriere. Der erste österreichische Slalom-Doppelsieg in Kitzbühel seit 2002 zeichnet sich bereits nach dem ersten Durchgang ab. Pranger führt vor Rainer Schönfelder. Mit 10. beste Laufzeit im zweiten Durchgang fährt Pranger zu seinem bislang größten Erfolg. Nachdem der Tiroler im Vorjahr nach viermaliger Halbzeitführung den Sieg vor Augen immer wieder verspielt hatte, beweist er heute Nervenstärke, fährt locker und damit zum 12. österreichischen Slalom-Sieg in Kitzbühel. Ich bin so glücklich, dass ich es gar nicht mehr beschreibe. Ich kann es gar nicht mehr beschreiben. Jetzt habe ich 3 Jahre lang so gekämpft, dass ich das einmal schaffe und nie hat es hingehauen. Letztes Jahr so knapp oft. Und jetzt, wo ich angeschwungen habe und den Jubel gehört, habe ich uns nicht mehr glauben können.